Hafenfest in Recklinghausen. Wir haben ja gerade schon mal einen kleinen Blick dorthin geworfen. Unser Reporter Jan Schulte, der ist da für Sie und für mich. Und wir haben eben über das Essen gesprochen. Jetzt habe ich gedacht, Jan, du hättest ein bisschen was zu essen in der Hand, hast aber gar nicht. Wo ist das denn? Es hat noch nichts zu essen gegeben. Wir haben erstmal gesagt, erstmal müssen wir arbeiten und dann lassen wir mit dem Team hier vielleicht den Abend gleich noch ausklingen. Und das Repertoire, was es hier beim Hafenfest in Recklinghausen gibt, das ist wirklich groß. Es gibt Spezialitäten von Sardinien zum Beispiel. Es gibt aber auch diese super süßen spanischen Churros, diese süßen Stangen. Aber natürlich auch die klassische Bratwurst vom Grill. Und das Ganze kann man dann wirklich mit Aussicht hier genießen, direkt am Wendebecken hier am Stadthafen in Recklinghausen. Hinter uns ist der Rhein-Herne-Kanal. Und man muss es ja wirklich sagen, wenn man sich heute nicht irgendwie in den Stau gehauen hat Richtung Nordseeküste oder Richtung Holland oder sowas, dann kann man hier auch so ein Stück weit Urlaub einfach aufsaugen. Und das läuft auch schon seit dem späten Nachmittag. Um 18 Uhr ging es heute zum Beispiel schon mit Live-Musik los. Wir haben ein paar Bilder gedreht, schauen wir uns jetzt gerne mal an. Ich dachte, dass du dich verspätest, mal wieder vom Winde verweht bist. Alles ganz entspannt, aber alles nichts Konkretes. Stell mir deine Mutter nicht vor, du flüstern mir nicht in mein Ohr. Gib mir keinen Kuss, wenn es nicht sein muss, denn die haben schon längst ihre Unschuld verloren. Gefragt, was sollen wir machen? Ich versuche. Ja, die Atmosphäre ist auf jeden Fall total gelöst und das auch schon seit einigen Stunden. Aber der Abend ist noch jung, die Sonne ist wieder rausgekommen. Es ist so eine richtig schöne Atmosphäre. Man hat Wasser, man hat Sonne, man hat viel zu essen, viel zu trinken. Es riecht so ein bisschen hier wie auf der Kirmes, das habe ich vorhin schon erzählt. Liegt natürlich an den ganzen Fressbuden, die hier auch stehen. Organisator des Ganzen ist Sebastian Schalkau. Erstmal schönen guten Abend. Es ist schon ordentlich was los. Wie zufrieden sind Sie gerade? Also für den ersten Abend sehr zufrieden. Man sieht es ja, ne? Die Stimmung ist total entspannt. Alle Leute haben gute Laune, haben Lust auf Veranstaltungen. War ja jetzt lang genug leider nicht möglich. Aber zwei Jahre hat es das jetzt nicht gegeben. Sie haben auch ein buntes Rahmenprogramm für dieses Wochenende. Es hat ja heute angefangen, geht bis Sonntag. Ganz kurz, was gibt es morgen zum Beispiel? Da hat was mit Flamingos zu tun, aber Tierquälerei ist es nicht. Nein, absolut nicht. Sondern wir haben morgen das sogenannte Flamingo-Rennen. Natürlich haben wir keine echten Flamingos hier, sondern es werden Kanadierboote hier auf dem Rhein-Herne-Kanal zu Wasser gelassen. Wir haben zig Teams, die sich angemeldet haben und dann hier um die Wette fahren. Und die Boote werden mit Flamingo-Galionsfiguren bestückt sein. Geht natürlich um den Spaß an der Freude bei der ganzen Geschichte. Aber ja, dazu gibt es allerlei Mitmachaktionen auf dem Wasser, neben dem Wasser, von Hula-Hoop-Mitmachaktionen, Live-Musik auf der Bühne. Für die ganze Familie auf jeden Fall. Wir drücken ganz fest die Daumen. Für Sonntag sehen die Wetteraussichten nicht ganz so toll aus, aber das wird schon. Ne? Und das Schöne ist, man sieht es hier auch im Hintergrund mit diesem tollen Kran. Das ist also so dieses Urlaubsfeeling, nur auf Ruhrpottweise. Und das genießen die Leute hier richtig. Vor allem diejenigen, die über Pfingsten nicht in den Kurzurlaub gefahren sind. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Hafenfest in Recklinghausen.